Moin Moin, ihr Landratten, was geht ab? Blackout ist am Start. WTF? Oh, das Mikro ist gerade abgeflogen. Wie ist das denn passiert? Ich weiß es nicht, ich glaube, ich habe es nicht festgemacht. Wollen wir mal fest jetzt hier? Warte. Willst du nochmal von vorne oder sollen wir das so lassen? Wir lassen das so, das ist authentisch, das finde ich gut. Okay. Auf jeden Fall sind wir hier im regnerischen Krefeld und es fängt gerade wirklich an zu regnen. Auf der Linse ist auch schon ein Tropfen, kannst du den sehen? Wahrscheinlich nicht, oh, ne? Ich weiß nicht, wird da immer irgendwo, übergangen. Da? Auf jeden Fall fängt es jetzt wirklich an zu regnen, was irgendwie nicht so geil ist, weil wir stehen gerade mitten hier am See, See wahrscheinlich. Rhein, am Rhein, an dem Fluss hier. In den Steinen und die Bikes stehen da im Sand. Und ich dachte, das wäre mal ein richtig geiler, eine richtig geile Idee, hier den Vlog anzufangen. Obwohl es gerade richtig windig wird. Guck mal, was richtig witzig ist, was du gestern gemacht hast mit Lukas. Ne? Ich habe jetzt auch weiße Schuhe an. Ja. Und damit die Schuhe einfach da nicht schwarz werden, hast du hier ein bisschen Ducktape rumgemacht. Ja, das hat super funktioniert. Wunderschön aus. Nicht. Ne? Und es ist einfach lustig, dass die Bikes jetzt hier stehen. Wir machen hier gerade ein paar Fotos. Ich blende mal ein paar ein, die wir hier gemacht haben. Zum Beispiel von hier. Und da machen wir da vorne gleich noch ein paar Fotos. In dem Schilf. Das könnte wahrscheinlich richtig gut aussehen. Und jetzt kriegen wir, fahren wir erstmal die Karre dahin, oder? Yes. Du kannst mich ja da mal filmen und mal gucken, wie ich mich dabei so anstelle. Weil hier im Sand, gerade mit den Sumo-Schlappen, ne, ist es natürlich schon ein bisschen schwer, da irgendwie Grip zu fassen. Ich bin gespannt, wie du die schlägst. Also gib alles. Junge, das Vorderrad ist richtig eingebuddelt. Scheiße. Oh. Das sieht gar nicht gut aus. Gerade meine ganze Kameratasche voller Sand gemacht. WTF, ey, du hast meine ganze Kameratasche voller Sand gemacht. Echt? Ja. Oh nein, ich hab's gar nicht so gemerkt. Ehrenlos. Scheiße, es tut mir leid. Ab in den Schirm, los. Soll ich hier gerade rein oder von der Seite? Ja, oder? Von der quasi, dass du rausguckst. Das also wäre geil. Von da durch. Ja. Blackout, wo bist du? Ja, hier jetzt durch. Hier. Hier zu mir. Oh Gott. Ah, Junge. Hier zu mir. Alter. So? Ja. Noch ein Stückchen. Ja, so ist geil. Ich hoffe, das ist kein Naturschutzgebiet hier. Nee, keine Schilder. Gott sei Dank. Okay, sollen wir ein paar Fotos schießen? Und dann geht's in den Motorblock über, oder? Let's go, dann sehen wir uns. Zeige ich jetzt noch ein paar Fotos, die wir jetzt hier machen. Und dann sehen wir uns auf dem Bike wieder. Bis gleich. So, sind noch ein paar Sträucher drin. Das ist so witzig. Ich komme mal direkt wieder zu dir runter. Ja, komm mal her. Boah. Oh Gott. Also wenn du das schaffst, ne? Das ist halt die Frage. Ich muss nur mit den Steinen aufpassen. Hier mit dem Sand, wenn man hier umkippt, umfällt, ist ja nicht schlimm. Ich habe ja hier Protektoren an. Wobei ich sagen muss, dass auf dem Trainingsspot, wo wir waren, dass ich mit der SMCR ein bisschen Knieschleifen war und mir die ein bisschen kaputt geschliffen habe. Da drunter ist zwar Kevlar, aber hier drüber ist halt trotzdem ein Jeansstoff und von daher. Mich würde interessieren, wie viele das schon gemacht haben. Also wie viele haben die Hose schon, die Kevlar-Hose geschliffen? Eigentlich macht das ja keiner, ist ja Quatsch. Man schleift ja nicht mit einer. Keiner so dumm. Ja. Keiner ist so dumm wie ich.
Okay, wie sieht mein Finger aus so? So, okay. Boah, ich bin mal gespannt, ob ich hier auch so easy rauskomme. Du hast dich einfach draufgesetzt. Ja, ich will jetzt was sehen. Du willst jetzt was sehen? Ja. Ich mach nochmal Wheelies, kein Offroad-Touren. Let's go! Let's go, der Hase! Ja, lass doch mal durchdrehen hinten. Gib mal Stoff jetzt hinten, komm. Ja! Yes! Junge! Du wolltest Stoff haben, da habe ich Stoff gegeben. Komm, gib Gas hier. Woohoo! Ja, wollen wir mal, oder? Ja, let's go. Soll ich noch ein paar Circles vorne machen, an der Fähre? Das will ich sehen. Mal gucken, ob da irgendjemand ist. Digga, mit Sumos hier Offroad. Da hat er eine EXC zu Hause. Schön, mit der EXC hier lang wäre es noch geiler eigentlich. Und fährt erstmal mit der SMCR Offroad. Die Leute gucken auch, wo kommt der jetzt her? Ja, sehr geil. Jetzt gucken die Leute. Schade, dass die GoPro so weitwinkel ist. Die gucken alle. Ist das geil. Die sehen auch alle gleich aus mit ihren Mützen. Wenn der David Boss da nicht aufmerksam geil ist, dann weiß ich auch nicht. Leute, alle. Aufmerksamkeitsgeist ist geil. So sieht's aus, meine Freunde. Kann man winken? Ja, frag die doch mal, wie das war. Ja, das interessiert mich mal, ob die sagen, das ist cool. Mahlzeit, moin. Wir würden mal gerne Ihre Meinung hören. Ist das okay? Das war beeindruckend. Ja? Ja. Viele sind ja immer sehr erbost, wenn es hier auf dem Hinterrad zugange geht. Aber das so langsam ist okay? Ja. Können Sie das Hinterrad auch noch anheben? Bitte? Können Sie das Hinterrad auch noch anheben bei Ihrer Seite? Das geht auch, ja. Aber ist schwierig, einmal. Jetzt gerade bei den Wetterbedingungen, ne, ist ja ein bisschen kälter, dann hat das Vorderrad noch ein bisschen die Gefahr zu rutschen. Aber im Sommer, da macht man dann auch Stoppie, nennt sich das. Also wenn man quasi dann auf dem Vorderrad so eine Bremsung macht. Schönen Tag und Abend. Viel Erfolg weiter. Ja. Danke, danke. Und hoffentlich bleibt es trocken. Treibst nicht so doll. Nee. Wir doch nicht. Immer ganz mit der Ruhe. Also, dicke Thumbs up hier von der ganzen Crew. Die waren ja mal richtig cool. Die waren richtig cool. Echt? Oder? Also ich habe schon gesehen, dass die gucken und grinsen und nicht grimmig sind. Deswegen dachte ich, lass mal hingehen. Und ich weiß nicht, wie viel ich davon jetzt eingeblendet habe, wie viel man davon gehört hat überhaupt über Sena oder GoPro. Das muss ich dann später in der Postproduktion gucken. War auf jeden Fall ein netter Schnack, ne? Und so wünscht man sich das doch. Wir sind weder richtig laut, also so illegal laut, noch sind wir irgendwie super schnell, sondern wir fahren da im Kreis, da ist kein Gegenverkehr, wir machen da unsere, oder wir, du, ne, ich kann das ja noch nicht so gut, ne, aber dann redet man mit den ganz normalen und dann feiern die das auch und das finde ich cool, ne, weil das ist ja nicht die Norm, sag ich mal, dass Leute in dem Alter Motorradfahrer feiern und dann gerade solche Kunststücke, ne. Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde es halt geil, dass die das in diesem Moment richtig einschätzen. Also da macht einer ein Wheelie, aber ey, das ist langsam, wie du schon gerade gesagt hast, das ist kein Gegenverkehr. Ich glaube, würden wir jetzt hier ein Wheelie ganz schnell an den vorbei machen, dann würden die auch sagen, ja, genau. Aber so, voll geil, finde ich richtig, richtig cool. Also das ist einfach der Hammer, das ist der Wahnsinn, wie du um so eine enge Kurve da einfach rumfahren kannst, auf einem Rad. Das sind schon echt krasse Kunststücke. Ja, danke, danke. Steckt ja auch viel Training dahinter. Glaubt man immer nicht. Ne? So ein einfacher Wheelie, wie viele Stunden man dafür üben muss, damit er eben so perfekt ist. Ja, 2019 wird auf jeden Fall einiges mehr von mir kommen. Da werde ich hier der junge Padawan von David Boss sein. mit Anspielung auf das letzte Video. Wir drehen ja jetzt die Tage sogar für dich, ne? Was da kommt. Ja. Schon irgendwie so ein bisschen anteasern oder erzähl mal. Ja, so ein bisschen. Also es kommt auf jeden Fall ein richtig geiles Video, das auch wieder gut produziert wird. Darauf habe ich schon richtig Bock. Wir haben schon fleißige Ideen gesammelt und sind da natürlich dahinterher ein richtig geiles Video zu produzieren. Ne? Jetzt ready zur Osternzeit. Der ein oder andere kann sich schon denken, in welche Richtung es geht.
der schon länger als ein Jahr dabei ist und letztes Ostern verfolgt hat. Ja, mehr will ich dazu nicht anteasern, es war schon ziemlich viel jetzt und wir werden auf jeden Fall sehen, was da kommt. Boah, wird geil, ich freue mich. Diese Drehtage, die machen halt immer Spaß, auch wenn sie anstrengend sind, weil man von morgens bis abends zugange ist, keine Verschnaufpause, meistens sogar kein Essen, weil wir so im Strom sind. Ich habe einfach Bock drauf und ich bin gespannt, wie das bei dir ausartet wird, im positiven Sinne. Oh ja, auf jeden Fall, ich hoffe es. Jetzt können wir doch mal hier nochmal einen schönen Wheelie pullen. Das Ding ist, es ist ziemlich windig, das heißt, ich werde natürlich abdriften jetzt. Ja, das ist einfach das Problem, weißt du, ich fühle mich, als könnte ich nichts. Einfach, weil ich zu einer Seite wegdrifte und nicht in die andere Richtung wieder mich bewegen kann. Mit der EXC kann ich das, mit der neuen SMCR konnte ich das, mit der aus irgendeinem Grund kann ich das nicht. Ich kann nicht lenken im Wheelie. Die ist sehr starr. Die 690 SMCR, die du hast, die ist sehr starr. Also ja. Die ist immer in der Spur drin, was ja eigentlich nicht kontraproduktiv ist, ist ja im Sinne des Benutzers. Aber wenn es um Wheelies geht oder um Kurvenfahren, da braucht man eben diese Agilität, dieses Bewegliche. Und deswegen will ich auch, Mann, ich will unbedingt die neue 690 Pro fahren, weil du die ganze Zeit davon so schwärmst. Boah, musst du unbedingt. Digga, die kann ja nur geil sein. Wie oft du mich damit schon genervt hast. Digga, die neue 690 SMCR ist so geil. Ja. Deswegen, also ich will die auf jeden Fall Probe fahren. Bin gespannt. Wir sind jetzt ein bisschen gefahren. Leider ist es wahrscheinlich zu kalt einfach und die GoPro hat den Geist zwischendurch zwei, dreimal aufgegeben irgendwie. Das war schon ziemlich scheiße, oder? Was ist da nochmal Geiles passiert hier, der Anhänger? Boah, krank. Das war richtig heftig. Da war ein Anhänger und der ist einfach über die Kreuzung geflogen. Wirklich, ja, das war so Bahnschienen. So, wupp. Und der ist richtig so links, rechts abgehoben. Ja, der ist abgehoben. Also locker abgehoben. 2 Meter durch die Luft geflogen. 2 Meter ist ein bisschen hoch. Also 4. Ja, weit, acht nicht Meter, hoch, weit. 2 Meter so. Hoch, 8 Meter lang, der ist geflogen und überschlagen. Und was? Nein, aber es war schon krass, aber es ist halt, man kann es nicht so geil erzählen, wie wenn man es gesehen hätte. Ich dachte, es wäre drauf, ist es aber nicht. Wir sind jetzt bei deinem alten Trainingsport, richtig? Ja, richtig. Hier hat quasi alles angefangen, beziehungsweise wir waren auf der echten Straße, wo wirklich alles angefangen hat. Hier hast du es dann wirklich das erste Mal auf dem Spot trainiert. Und ja, viel mehr will ich dazu nicht sagen, denn ihr erfahrt bei David auf dem Kanal, wieso, weshalb, warum und warum das eigentlich hier alles gesperrt ist. Ne? Es ist hier alles komplett zubetoniert. Hier kommt man einfach nicht mehr rauf. Das ist wirklich schwer. Das ist echt krass und ja, macht auf jeden Fall Spaß, aber es ist einfach noch zu kalt. Also ich freue mich unfassbar auf den Sommer, ne? Du auch. Wenn das Wetter dann endlich mal ein bisschen besser ist und man hier in Ruhe fahren kann und einem nicht die Finger abfrieren. Ihr wisst es, ich bin immer ein bisschen eine Frostbeule. Bei mir ist es ein bisschen schlimmer immer. Aber ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wenn ja, wenn Däumchen wie immer ein Träumen. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, peace und haut rein in den Land.